Perfekt fürs RX735, ey. Perfekt fürs All-Mountain-Segment bzw. Trail-Segment. Geil, Mann. Auf dem Weg zum ersten Trail mit dem Rotwild RX735. Ich habe richtig Bock, Wetter ist geil, Bike ist glaube ich sehr, sehr geil. Ich freue mich. Let's go. Erster Trail, die Bedingungen sind heute auf jeden Fall wieder speziell. Nasses Laub etc. pp. Aber genau das richtige Rad, glaube ich, hier mit dabei für spaßige Runden auf Single Trails. Das ist auf jeden Fall ein schönes Trailbike. Ich zeige es euch gleich nochmal im Detail, aber ich sehe schon hier, wie schön handlich, wendig, agil es sich über die Trails steuern lässt. Ganz, ganz, ganz was Feines. Uiuiui. Uiuiui. Schnell die Kiste. Uah. Hey und servus zusammen, willkommen zum heutigen Video mit einem neuen Star bzw. Special Guest. Der eine oder andere von euch, der mir schon auf Instagram folgt bzw. eins der letzten Videos gesehen hat, konnte schon einen Blick erhaschen auf dieses neue Modell, was ich hier testen darf. Und zwar ist es ein Rotwild RX735. Das neueste Pferd im Stall bei Rotwild bzw. der neueste Hirsch im Wald bei der Firma Rotwild. Und mich freut es wahnsinnig, dass sie mir hier das Topmodell zur Verfügung gestellt haben, um es hier heute durch die Wälder zu scheuchen bzw. hier auf den Trails einzusetzen. Ich komme ja schon von dem ersten Trail und muss sagen, ich bin bisher echt begeistert von dem Rad. Der erste positive Punkt, den ich wirklich sagen muss, es ist richtig leicht. Wir hatten es an der Waage bei Rotwild selbst. 21 Kilo hat das Modell in Rahmengröße M ohne Pedale. Mit allem Zip und Zap. 21 Kilo, ein sensationeller Wert, wenn man mal bedenkt, dass das Rad auch 720 Wattstunden hat. Wir haben hier einen Vollcarbonrahmen, ansonsten würden wir natürlich das Gewicht wahrscheinlich auch gar nicht so weit runterkriegen, beziehungsweise Rotwild würde es gar nicht so weit runterkriegen. Ich will es kaum sagen, weil es immer wieder zu negativen Kommentaren kommt. Thema Preis, UVP, Topmodell hier zu sehen, 12.499 Euro. In meinen Augen auch wirklich, wirklich teuer. Wäre auch außerhalb von meinem Budget. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich froh, dass Rotwild mir die Gelegenheit gibt, auch so ein Rad hier mal zu fahren und vorzustellen. Ich weiß, dass der eine oder andere von euch da draußen jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt und schreibt, ey, immer nur Topmodelle, du testest immer nur die teuren Dinger, teste mal was günstigeres. Es gibt auch günstigere Modelle von dem Bike. Nichtsdestotrotz ist einfach ein Rotwild-Rad jetzt nicht unbedingt das günstigste Rad. Hier steckt eine Menge German Engineering drin. Natürlich, die Rahmen kommen auch aus Fernost. Die Firmen dort sind einfach schon spezialisiert auf Carbonrahmen. Nichtsdestotrotz, die ganze Entwicklung passiert in Deutschland. Es ist nicht einfach irgendein Akku dazu gekauft, der da reingeklatscht wurde, sondern der Akku ist wirklich für dieses Bike konzipiert bzw. entwickelt, gemeinsam mit BMZ, was ich mega spannend und mega cool finde. Und natürlich, für den Preis habt ihr hier auch absolute Bling-Bling-Parts am Start. Ist egal, ob das jetzt XTR-Bremsen sind, XTR-Schaltungen, natürlich ein Fox Kashima-Fahrwerk, eine 8-Pin-Sattelstütze, die ich wahnsinnig cool finde, weil sie relativ einfach eingestellt werden kann auf die verschiedenen langen Beinlängen. Wir haben an der Front 150 mm Federweg, am Heck 144 mm Federweg. Dadurch haben wir natürlich ein super wendiges, agiles, leicht zu fahrendes Trailbike. Ein Enduro-Bike federt dir natürlich viel mehr weg, aber für so Mittelgebirgstrails, wie ich hier unterwegs bin heute, ist es eigentlich die perfekte Kombination, weil du bist flott unterwegs, kannst das Ding einfacher von links nach rechts schmeißen und kriegst noch was vom Untergrund vom Trail mit. Oftmals bei den anderen Kisten, die ich so fahre auf meinen Mittelgebirgstouren, die federn einfach schon so viel weg, dass du vom Trail kaum noch was mitbekommst. Geil ist es natürlich in Finale, in Large, sonst irgendwo, wenn du mehr Reserve hast, mehr Federweg. Aber für ganz, ganz viel, was ich fahre, ist eigentlich sowas in der Art No-Brainer. Könnte ich immer fahren, da muss man eigentlich gar nicht viel mehr Federweg haben. Ich bin, ihr merkt schon, echt begeistert von dem Rad, weil in Verbindung mit dem großen Akku und dem Gewicht, dann der Federweg, 29er Laufräder,
Es ist ein Rad, wo du wahnsinnig viel Reichweite auf der einen Seite hast. Der Akku ist noch so klein gestaltet, dass er trotzdem noch in den Rucksack passen würde. Bedeutet, für die Leute, die einfach einen zweiten mitnehmen, können da auf wahnsinnig viel Reichweite am Ende kommen, weil er entnehmbar ist. Das ist ja auch nicht mehr normal. Ganz viele Hersteller haben ja schon fest verbaute Akkus, aber hier kannst du ihn sogar noch entnehmen. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und wie gesagt, diese ganze Kombination aus Federweg, aus Leichtigkeit, aus Handlichkeit, aus Agilität ist für die Trails, die ich im Moment gerne fahre, einfach eine richtig geile Waffe. Ich würde aber jetzt sagen, ich schnack euch gar nicht mehr zu mit irgendwas und was da verbaut ist und so weiter, sondern nehmt euch mit aufs Rad, gebt euch da hoffentlich meine Emotionen wieder. Wir haben jetzt schon mal eine Runde gedreht und es hat mega Bock gemacht, auch wenn es hier wirklich nass ist auf den Trails. Muss man ein bisschen aufpassen, die eine oder andere Wurzel, die schmeiße ich mal von links nach rechts, aber Bock macht es ja trotzdem irgendwie. Von dem her, wir schnacken jetzt nicht mehr lang, ich pack die Kamera ein und dann geht's ab auf das Rad und wir drehen eine richtig geile Runde. Let's go! So, genug gefilmt. Jetzt geht es los auf den Trail. Und wie gesagt, genau das richtige Rad, glaube ich, für solches Geläuf. Ah, die Sonne, sensationell. Oh, kommt hier schön raus. Perfekt für so einen schönen Run auf den Trails hier. Die sind richtig schön loose. Perfekt fürs RX-735, ey. Perfekt fürs All-Mountain-Segment bzw. Trail-Segment. Geil, Mann. Das meine ich, du fährst irgendwie in eine Kurve rein und kannst so schnell wieder irgendwie rauskommen, ohne dass du dich fühlst, als hättest du so ein schlabbriges Rad unter dir. Ui. Ah, die Kiste ist echt nice, ey. Die macht mir richtig, richtig viel Spaß. Und wie vorhin schon mal im Intro bzw. in der Vorstellung erwähnt, bei den Hometrails braucht man eigentlich auch nicht zwingend mehr, finde ich, Federweg oder mehr eine abfahrtslastigere Geometrie. Da ist das schon wieselflink, agil, geil zu fahren. Puh. In einem der nächsten Videos nehme ich auch nochmal das Bike, dann zeige ich euch nochmal im Detail, wie hier der Quick Release funktioniert. Hier das mit dem Ladeport auch ganz geil gemacht. So ein bisschen die Besonderheiten, Fitlock Adapter und so weiter. Da gibt es einiges zu sehen. Echt ein richtig geiles Bike. Ihr seht es ja, wie viel Spaß das macht auf Trails wie hier mit richtig lockerem, geilen Waldboden. Checkt das mal aus. So muss doch Enduro sein, oder? Also richtig geil. Macht mega Spaß, die Sonne ist auch schön draußen, was natürlich richtig lässig ist. Von dem her schnacken wir nicht lang und weiter geht's nochmal. Ein paar schöne Runden drehen. So, ui. Legen wir nochmal los. Rollen wir nochmal den Trail hier ab. Oh, hier oben ist er. Da ist er scary an der einen oder anderen Stelle. Eieieiei. Und lasst nochmal kurz zu dem Punkt Preis kommen, weil ich weiß genau, das ist einige stört. Ich selbst finde die Entwicklung teilweise auch krass, wie teuer die Räder im Grunde werden. Und habe auch die Befürchtung bzw. Bedenken, dass es am Ende nur noch ein Sport wird für Leute mit einem dicken Geldbeutel, weil irgendwelche Kids, Jugendliche, die können sich ja eigentlich überhaupt gar kein Rad mehr leisten. Von dem her fände ich es auch geil, wenn der Trend mal dahin gehen würde, dass Räder wieder ein bisschen günstiger werden. Ah, mit der Sonne ist es schon wieder episch, oder? Mit der Sonne geiles Bike, mega lässig. Aber wie gesagt, eben, ich hoffe, die Bikes werden wieder erschwinglich teilweise. Nichtsdestotrotz danke ich natürlich Rotwild hierfür. Und man muss auch sagen, Rotwild ist ja auch nicht die einzige Marke, die momentan solche Preise aufruft, sondern eigentlich sind es ja gefühlt alle Hersteller, scheißegal,
ob das am Ende einen Specialized, einen Santa Cruz, einen Yeti, einen Obea, keine Ahnung was ist. Die werfen alle orange Bikes in den Raum mit dicken Preisschildern. Aber ja, ich probiere auf jeden Fall auch erstens mal den Trail hier zu finden. Hä, geht's hier drüber? Ja, sieht so aus. Oh, sieht so aus, als würde es hier weitergehen. Ja, ich probiere auf jeden Fall auch für euch mal irgendwo Räder in die Hand zu kriegen, die ein bisschen günstiger sind und die sich auch so ein normaler Familienvater vielleicht leisten kann. Lass noch mal kurz darüber schnacken, was mir an dem Rad gut gefällt, beziehungsweise was so meine Kritikpunkte sind. Und ich würde sagen, ich fange mal mit den Kritikpunkten an, weil es sind nicht ganz so viele. Mein erster Kritikpunkt ist halt wirklich die Kohle. Ich hätte das Rad schon sehr, sehr gerne, aber ja, ist halt auch einfach echt eine ordentliche Investition. Aber gut, ist bei anderen auch so, wie eben schon erwähnt. Und mein zweiter Kritikpunkt ist, auch wenn es natürlich schon sehr, sehr, sehr abhängig ist vom Wetter, die Reifen. Der Hans Dampf hinten, den finde ich ein bisschen zu wenig traillastig bei den Bedingungen jedenfalls. Also im Sommer harter Boden, okay, aber jetzt kommt er da schon ein bisschen an die Grenzen. Das sind die negativen Punkte. Dann ganz schnell die positiven. Dicker, fetter Akku, 720 Wattstunden, schon sehr, sehr, sehr genial. Dann die Akkuentnahme, dass du das Ding rausholen kannst, mega geil. Somit kannst du auch einen zweiten mitnehmen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Dann natürlich das Gewicht, sensationelle 21 Kilo, die sind schon echt stark, also bin ich sehr begeistert davon. Und dann so dieses Gesamtkonzept von dem Rad, Geo mit allem Zip und Zap, ist halt ja genau richtig, wie ich schon gesagt habe, für so Trails, wie sie heute gefahren sind. Da wünsche ich mir überhaupt gar kein anderes Bike. Also von mir kriegt das Rad auf jeden Fall ein sehr gut. Die kleinen Kritikpunkte kann man ja ausmerzen, die Reifen. Kohle muss am Ende jeder selbst wissen. Ja, dem einen ist zu viel, dem anderen ist okay. Aber insgesamt richtig lässiges Teil. Leute, 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 danke fürs dabei sein und jetzt haut mal raus. Wie gefällt euch das Rotwild RX 735, welches ich heute mal über die Trails steuern durfte? Wenn ihr Bock auf eine der nächsten Touren mit dem Rad habt, bei denen ich ebenfalls wieder schöne Single Trails fahre, ein wenig über Balken balanciere und die Feinheiten wie Akkuentnahme und Co. zeige, dann bleibt dran. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Jetzt aber genug geschnackt, geht in die Garage, schnappt euren Hirsch und dann nix wie raus auf die Trails. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und habt eine gute Zeit. Euer Toffer.